Jiang Xuqi, 1992 in der chinesischen Provinz Jiangsu geboren, hat in Peking Germanistik mit dem Schwerpunkt deutsche Literatur studiert. Im April 2022 hat er schließlich an der FU Berlin im Fach Sprachwissenschaft mit einer sehr beeindruckenden Doktorarbeit mit dem Titel Schriften von und über Feng Asong und Feng Ahok, Untersuchungen zur Phonologie und Transkription von zwei frühkantonesischen Dialekten des frühen 19. Jahrhunderts anhand von deutschen Quellen. Zu finden ist diese Dissertation unter anderem in unserem CrossAsia-Repositorium und dem mehr als verdienten Prädikat Summa Cum Laude promoviert. Jiang Xuqi arbeitet derzeit an der Universität Nanjing in China, wo er nicht nur die deutsche Sprache lehrt, sondern auch an verschiedenen Themen im Zusammenhang mit der deutschen Kultur und der deutsch-chinesischen Kommunikationsgeschichte forscht. Er beschäftigt sich zwar vor allem mit der Geschichte von Sprachen und Sprachwissenschaften, da aber der Kontakt zwischen Sprachen stets mit dem Kontakt zwischen Menschen einhergeht, interessieren ihn auch die Geschichten bzw. Lebensgeschichten von Menschen, die in älteren Zeiten auf die eine oder andere Art mit Sprachen zu tun hatten. Daher blättert er häufig in inzwischen verstaubten Akten, die über längst verstorbene und vergessene Personen berichten. Auf diese Weise hat er einige einzigartige Lebensgeschichten wieder ans Tageslicht gefördert, die er uns im Folgenden nun näher bringen möchte. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen. Bitte schön, Jiang Xuqi. Guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung und die organisatorischen Bemühungen. Außerdem vielen Dank an das Publikum für das Interesse an ostasiatischen Themen. Heute behandeln wir nicht große Kulturschaffende, sondern nur zwei vergleichsweise unbedeutende Personen, die eigentlich von quasi einem historischen Werk dokumentiert sind. Sie waren zwei Matrosen und Abenteurer aus der südchinesischen Provinz Kanton und zugleich auch die ersten Chinesen, die sich nachweislich in Deutschland aufhielten. An den Rändern der Porträts sind auch ihre Namen in beiden Schriften vermerkt. Die hier aufgezeichneten deutschen Namensformen lauten Assen und Haho. In meinem Vortrag verwende ich jedoch die Namensformen, die von den beiden Personen später selbst in ihren deutschsprachigen Schreiben bevorzugt wurden: Assen und Ahok. Trotz ihres eher schlechten Bildungsstands und zuweilen schlechten Benehmens konnten sie die Aufmerksamkeit des gelehrten Publikums in Deutschland auf sich ziehen und kamen sogar in persönliche Berührung mit renommierten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, zahlreichen deutschen Wissenschaftlern, darunter Johann Friedrich Blumenbach, sowie dem preußischen Könige. So wurden sie nicht nur von dem Künstler Johann Gottfried Schadow nach dem Leben gezeichnet, sondern auch von den Naturforschern Johann Friedrich Blumenbach in Göttingen oder Lorenz Oken in Jena befragt und sogar von Johann Wolfgang von Goethe zu Hause empfangen. Es lohnt sich, die Biografie der beiden chinesischen Besucher hier erneut zu rekapitulieren. Assen, geboren 1792, Sohn eines Astrologen aus der Küstenstadt Hunshan, das bedeutet wörtlich Duftberg, in der südostchinesischen Provinz Kanton, verließ 1816 auf einem englischen Schiff sein Heimatland und arbeitete dann fast 4 Jahre lang auf der südatlantischen Insel St. Helena als Koch in der Dienerschaft des Verbannten Napoleon. Von dort reiste er einst wieder in seine Heimat, um seine Ehefrau und zwei Kinder zu besuchen, woraufhin er wieder auf die Insel zurückkehrte, um seinen Dienst bei Napoleon fortzusetzen. Ahok, geboren 1798, gestorben 1877, Sohn eines Seidenhändlers aus dem kantonesischen Welthafen Whampoa, trat seine Reise etwas später an, und zwar nur als gemeiner Matrose. Die zwei Männer trugen nur zufälligerweise
den gleichen Familiennamen Fung und waren nicht nachweislich miteinander verwandt. Sie kamen 1821 im Haus der Ostindischen Kompanie zu London an, wo sie den Waffelbäcker und Aussteller Heinrich Lasthausen kennenlernte, der trotz seines deutsch klingenden Namens aus Amsterdam gebürtig war. Die beiden Chinesen schlossen mit ihm einen Vertrag, ließen sich von ihm nach Deutschland bringen und öffentlich gegen Geld ausstellen. Dem preußischen Kultusministerium berichtete der Schausteller Lasthausen im März 1823, dass er die zwei Chinesen im Oktober 1821 in London kennengelernt hatte. Der damals in Göttingen wirkende Gründungsvater der Anthropologie, Johann Friedrich Blumenbach, soll den Kaufmann brieflich dazu ermutigt haben, die zwei Chinesen von London nach Deutschland zu holen und hierzulande für wissenschaftliche Zwecke nutzbar zu machen. Der Aussteller klagte jedoch, dass seine Gäste schon auf der Überfahrt von London nach Hamburg ernstlich erkrankt seien und er deswegen den ganzen Winter vorigen Jahres bis zu ihrer völligen Genesung dort verweilen musste. Demzufolge waren die zwei Chinesen bereits Ende 1821 in Hamburg und somit in Deutschland eingetroffen. Es war offenbar die Krankheit, die zunächst ihre Präsenz in der Öffentlichkeit stark einschränkte und zu einem Mangel an Aufmerksamkeit führte. In der Biografie der beiden Reisenden stellt dieser Zeitraum gemäß der jetzigen Quellenlage gleichsam eine Lücke dar. Dem Schausteller Lasthausen zufolge habe er mit seinen Chinesen danach in Hannover eine Zwischenstation gemacht, wo diese das Interesse des Herzogs von Cambridge auf sich ziehen konnte. In Göttingen wurde Assen und Arhoch im Sommer 1822 zusammen mit einem Eingeborenen aus Südamerika als Seltenheiten gezeigt. Offensichtlich wurden sie von Lasthausen dorthin gebracht, um die Forscherlust des Anthropologen Blumenbach zu befriedigen. Danach reisten die Chinesen unter der Führung des Kaufmanns nach Weimar, um später nach Jena, Halle und Berlin weiterzureisen. Von kulturhistorischem Interesse ist dabei vielleicht die Tatsache, dass die beiden Chinesen in Weimar nicht nur das Interesse der Hofdame erregte, sondern auch von Goethe zu Hause empfangen wurden. Angesichts des Tagebucheintrags des Dichters ist es ganz klar, dass Assen und Arhoch von Lasthausen am 17. Oktober 1822 um 1 Uhr nachmittags in seine Wohnung geführt wurde. Nach der Schilderung seines Schreibens scheint Goethe die Gespräche mit den Chinesen ohne Hinzuziehung eines Dolmetschers geführt zu haben, wobei die Schwierigkeiten bei der mündlichen Verständigung erheblich gewesen sein müssen. Assen war zwar Dolmetscher gewesen, aber er konnte offenbar nur ein dürftiges Pidgin-Englisch oder Matrosenlatein radebrechen, das nicht zu einer regelrechten Kommunikation taugte. Dennoch hat Goethe den Chinesen nicht nur eine Art von Trinkgeld gegeben, sondern auch ein Empfehlungsschreiben verfasst, das von dem Aussteller in seiner späteren Werbung zitiert wurde. Danach kam das Team Lasthausens offenbar mit dem Empfehlungsschreiben Goethes in der Hand nach Jena, wo die beiden Chinesen von dem dort wirkenden Arzt und Wissenschaftler Lorenz Oken einen Abend lang befragt wurden. Dieser interessiert sich nicht nur für die biologischen Unterschiede zwischen den sogenannten Menschenrassen, sondern auch die Sprache und die Sitten der beiden seltenen Gäste. Die Ergebnisse der Befragung veröffentlichte Oken in der von ihm selbst betriebenen Zeitschrift Isis. Es ist unschwer zu ersehen, dass Blumenbach, Goethe und Oken vor allem wissenschaftliches Interesse an den Chinesen hatte. Dies war bei den gemeinen Zuschauer in den deutschen Städten wohl nicht der Fall. Diverse Quellen berichten davon, was die Chinesen in Weimar, Halle und zuletzt Berlin dem Publikum konkret darzubieten hatten. Den Weimarern wurde von der Zeitung mitgeteilt, dass die merkwürdigen Menschen in ihrer Landessprache, in ihren Sitten und Kleidung sehr verschiedene interessante Vorstellungen mit Musik und Gesang geben konnten. Nachdem die Chinesen etwas später
Genau gesagt, Ende 1822, also vor rund 200 Jahren, in Berlin angekommen waren, setzten sie diese schauspielerischen Tätigkeiten fort. In Berlin wurde berichtet, dass sie die Zuschauer durch nationalen Gesang, Musik und Tanz belustigten, zeigten auch, wie sie sich gegen ihre Feinde verteidigen und wie ihre Opferzeremonien beginnen. Ein anderer Berliner Autor, der wegen der Empfehlung Goethes zu den Chinesen kam, berichtete noch etwas detailreicher. Dargeboten wurden sowohl der Tanz, die auswendig gelernte Deklamation, das Fechten, als auch ihre Musik und die Konversation mit ihnen, die man recht füglich durchführen kann. Die zwei ausgestellten Männer sollen bei solchen Aufführungen sogar Feinheit, Lebensart und Artigkeit gezeigt haben. Für das Publikum galt offensichtlich das exotische Aussehen bei der Ostasiaten als ein wichtiges Verkaufsargument. Außerdem wurde den Schaulustigen gezeigt, wie die Chinesen ihre Schriftzeichen lasen und schrieben. Es waren vielleicht gerade diese kulturellen Vorstellungen, die das Interesse der deutschen Gelehrten inklusive Goethe am stärksten weckten. Eine andere Quelle legt sogar nahe, dass beide Chinesen damals ihre Zeit auch dazu nutzten, durch Verkauf von Schreibereien und selbstverfertigten Handarbeiten einen Verdienst zu machen. In den Erinnerungen seiner Tochter war Assen vom Aussteller vor allem dazu verpflichtet, auf einem Instrument ähnlich einer Mandoline zu spielen und dazu zu singen. Allem Anschein nach fiel die Rezeption dieser Menschenausstellung unter den Zeitgenossen geteilt aus. Manche Zuschauer waren recht begeistert, während für manche offensichtlich noch vieles zu wünschen übrig blieb. Lächerlich ist dabei ein politisches Gerücht. Der preußische Staatsmann von Hagen vermerkte sogar in seinem Tagebuch: Der Hass gegen Österreich ist hier noch stets im Zunehmen. Die Berliner sagen von den beiden Chinesen, die hier zu sehen sind, es sei jetzt heraus, dass sie keine Chinesen seien, sondern Österreicher. Andere setzen hinzu: Metternich haben sie hier geschickt, damit sie die Konstitution für Preußen machten. Das Gerücht wurde übrigens auch vom Dichter Heinrich Heine erwähnt. Auf jeden Fall ist nicht zu übersehen, dass die zwei Chinesen in Deutschland keine hohen Künste ausübten. Alles erinnert eher an fahrende Spielleute, die das Publikum in erster Linie zu belustigen haben. In den Augen der deutschen Zuschauer, die nur den mäßigen Eintrittspreis von 6 Groschen oder sogar noch weniger zu zahlen hatten, standen die beiden Exoten, um einen Zeitungsartikel zu zitieren, ausdrücklich auf der gleichen Ebene wie wilde Tiere und Affen. Mehrere Zeitgenossen sprachen von einer unwürdigen Lage oder sogar von einer Leibeigenschaft. Ein preußischer Hofbeamter erinnerte sich noch mehrere Jahrzehnte später an die mitleidige Reaktion des Königs Friedrich Wilhelm III. Auf die in einer Tierbude gezeigten Chinesen. Es widersprach so seinem menschlichen Gefühl und er fand es derart entwürdigend. Die Menschenausstellung wurde also schon nach dem damaligen Maßstab ausdrücklich als entwürdigend empfunden. Es gibt insofern für uns nicht die geringste Berechtigung für eine beschönigende Darstellung. Gleichzeitig gab es auch deutsche Gelehrte, deren Interesse nicht die Biologie und Rassenkunde, sondern vor allem die Sprache und Kultur des fernen Ostens betraf. Dazu gehörte der Orientalist Professor Dr. Wilhelm Gesenius in Halle, dessen Beiträge zu den Sprachen des Nahen Ostens noch heute von hoher Bedeutung bleiben. Nachdem er die Aufführungen der Chinesen Ratskeller Halles gesehen hatte, setzte er sich eifrig bei dem damaligen Kultusminister Preußens, Karl Freiherrn vom Stein zum Altenstein, für eine Fixierung der beiden Chinesen in Halle ein. Laut von Altenstein bestand das Ziel darin, dass die Bekanntschaft mit dieser Sprache auf deutschem Boden verpflanzt werde. König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen, der die beiden Chinesen zuvor in seinem Palast empfangen und offenbar auch begafft hatte, genehmigte den Antrag des Professors und kaufte mit königlichen Geldmitteln die zwei Menschen aus der Hand des Schaustellers ab.
Dieser Akt wurde von der zeitgenössischen Presse als ein großzügiger Freikauf gefeiert. Der Aufenthalt der beiden Chinesen an der Universität Halle begann im Mai 1823. Dort wurden zwei junge Doktoren, nämlich Wilhelm Schott und Friedrich Ferdinand Hempke, zu ihrem Tandempartner bestimmt. Wechselseitig sollten sie sich nun ihre jeweilige Muttersprache beibringen. Die beiden chinesischen Matrosen mussten einerseits ihre eigene Sprache an Schott und Hempke unterrichten und andererseits von diesen Deutsch erlernen. Aber schon bald zeigt sich, dass es sich bei diesen zwei Matrosen keineswegs um gebildete Konfuzianer handeln konnte, sodass sie von den wissenschaftlichen Erwartungen der deutschen Gelehrten komplett überfordert wurden. Außerdem konnten sie die deutsche Sprache nach wie vor nicht in dem Maße erlernen, wie es von Seiten der deutschen Gelehrten gewünscht wurde. Aus diesen Gründen beschloss der Professor, sein Projektvorhaben aufzugeben und die Chinesen fortzuschaffen. Jedoch geschah dann ein unerwartetes Ereignis. Am 26. April 1824 überreicht Assing ganz unaufgefordert, sogar ohne das Wissen seiner Mentoren, unmittelbar an den König eine Bittschrift, die eine Aufnahme in die christliche Kirche und einen langfristigen Verbleib in Deutschland für seinen ausdrücklichen Wunsch erklärte. Angesichts der Aussagen der diversen Akten ist er jedoch davon auszugehen, dass Assin selbst nicht wirklich verstand, was diese in seinem Namen an den König gerichtete Bittschrift, die er nicht verfasst hatte und auch nicht selbst verfassen konnte, eigentlich bedeutete. Zudem ist zu bemerken, dass die beiden deutschen Sprachpartner der Chinesen einstimmig bestätigten, dass die Chinesen vom Heimweh gequält wurden und nicht länger in Deutschland bleiben wollten. Daher ist davon auszugehen, dass jemand die Chinesen manipuliert hatte. Wer war es? Leider ist es uns angesichts der lückenhaften Akten nicht möglich, dies genau zu ermitteln. Aber auf jeden Fall wurde der einmal geäußerte Wunsch des Chinesen von dem frommen König ernst genommen. Dieser beauftragte darauf den Oberpräsidenten der Provinz Sachsen, Friedrich von Motz, zu den notwendigen Unterricht der Veranstaltung zu treffen und Ahok zu befragen, ob auch dieser die gleiche Absicht hegte. Auch Ahok erklärte sich sodann, wenigstens nach den Aussagen der preußischen Behörden, ebenso zu einer Bekehrung bereit. Von Motz bestand darauf, dass die zwei über die christliche Religion noch ganz unwissenden Heiden zuvörderst noch in der deutschen Sprache und damit zugleich in den Grundlehren des Christentums unterrichtet werden müssten. Er schlug den Hallenser Superintendenten Karl Ludwig Traugott Thiemann als Leiter des Unterrichts vor. Am 18. Juni bewilligte der König den Antrag, bemerkte aber zugleich ganz illusionsfrei, dass man sich mit einer nur notdürftigen Erfolge dieses Unterrichts wird begnügen müssen. Über das private Leben der beiden Chinesen während dieser Zeit ist uns so gut wie nichts Positives bekannt. In mehreren Schreiben stellte Gesenius die zwei zuvor von ihm selbst begeistert als philologische Berater nach Halle erbetenen Gäste nun als undankbare Egoisten, lästige Unruhestifter und unverbesserliche Schürzenjäger dar, wobei Assen der Haupterklärmacher und Ahok sein Mitläufer sei. Thiemann bescheinigt Ahok generell einen vielleicht nur im Vergleich mit Assen besseren Lebenswandel. Aber nach den eigenen Aussagen der zwei Fremdlinge seien die Gerüchte über ihre schlechte Lebensführung aus der Luft gegriffen und allein der bösen Zunge des ihnen zugewiesenen und auf königliche Kosten vergüteten Führers und Aufwärters zuzuschreiben, der sie übrigens nicht nur grob und hochmütig behandelt, sondern auch finanziell betrogen habe. Welche Version der Wahrheit mehr entspricht, ist heute unmöglich noch mit Sicherheit zu entscheiden. In mehreren Schreiben bat er immerhin die zwei reuigen Zöglinge, dem Professor, um Verzeihung für ihre nicht näher beschriebenen Verfehlungen. Einen Bericht vom Alten Steiß im Mai 1825 an den König zufolge war es zu diesem Zeitpunkt schon so weit, dass Thiemann seinen exotischen Schüler für tauffähig erklärte,
Zugleich fällte Professor Gesenius, der sie in sein Haus unter nähere Aufsicht genommen hatte, ein positives Urteil hinsichtlich ihrer Lebensführung. Dieser Umzug bedeutete für Asim und Ahok selbst jedoch offenbar den Entzug ihrer finanziellen Freiheit, wogegen sie vehement protestierte. Trotz alledem konnte am Himmelfahrtstag 1825 die Taufe der zwei Chinesen vollzogen werden. Diese heilige Handlung fand ausdrücklich, um Aufsehen unter der Stadtbevölkerung zu vermeiden, in der Wohnung Timas in Glaucha bei Hallerstadt. Am nächsten Sonntag empfingen die zwei Neubekehrten in der St. Georgenkirche das heilige Abendmahl. Die Taufe erweckte offenbar internationales Interesse, weil die Nachricht darüber in mehreren europäischen Ländern weitergeleitet bzw. übersetzt wurde. Die römischen Katholiken konnten, begünstigt durch ihre traditionelle Nähe zum Kaiserhof in Peking, schon Jahrhunderte vor der Öffnung Chinas ihre ersten chinesischen Täuflinge aufnehmen. Hingegen begann die eigentliche evangelische China-Mission erst relativ spät. Die Pioniere der evangelischen China-Mission waren vorwiegend anglophone Missionare aus Großbritannien und Nordamerika. Der erste deutsch-lutherische Missionar in China, Karl Gützlaff, bereiste erst 1831 erstmals das Zielland. Insofern können Assen und Ahok, die bereits im Jahre 1825 fern von ihrem Heimatland in Preußen getauft wurden, sehr wahrscheinlich als die überhaupt ersten Chinesen lutherischer Konfession gelten. Dieser Fakt verdient meines Erachtens auf jeden Fall kulturhistorisches Interesse. Wie sollten nun die Preußen mit den zwei Chinesen nach ihrem Taufvollzug verfahren? Auf jeden Fall wurden diese nicht mehr für das Sprachstudium der Hallenser Gelehrten benötigt. Ganz unmissverständlich erklärte Professor Gesenius dem Ministerium, dass ihre Anwesenheit in wissenschaftlicher Hinsicht nicht mehr wichtig sei. Nach der Hofmarschall von Motz wünschten nun die zwei getauften Chinesen selbst in die königliche Hofdienerschaft aufgenommen zu werden. Kann es sein, dass der Beamte nur dem persönlichen Interesse des Königes an den beiden Fremdlingen entgegenkam und den eigentlichen Willen der Chinesen verheimlichte? Aus mehreren in schlechtem Deutsch verfassten und daher schwer verständlichen Protestschreiben der Chinesen ist ersichtlich, dass sie kein Interesse am Hofleben hatten und in der Tat von Seiten der Preußen unter Druck gesetzt wurden, vor Ort zu bleiben. Am 30. Juni berichtete von Altenstein, dass die zwei Chinesen wegen ihrer christlichen Konfession in ihrem Heimatland mit Gefahren konfrontiert sein dürften und dass es von wissenschaftlichem Nutzen sei, zwei chinesische Muttersprachler in Deutschland zu behalten. Die Stellungnahme des Ministers beruhte wiederum im Wesentlichen auf einem früheren Bericht Gesenius, der zuvor, wie bereits erwähnt, die Entsendung der Chinesen nach Halle erwirkt hatte. Insofern war es nach wie vor der deutsche Professor, der das Schicksal der zwei chinesischen Matrosen in Preußen tatsächlich lenkte. Nicht zu leugnen ist die Tatsache, dass die Preußen die zwei Chinesen während dieser Zeit in finanzieller Hinsicht sehr großzügig behandelten. Aber es ist zugleich unverkennbar, dass sich die beiden Chinesen noch in Halle trotz des erfolgten und gefeierten Freikaufs aus der Hand des Ausstellers weiterhin in einer persönlichen Abhängigkeit befanden, dass die zahlreichen Anträge der zwei Chinesen auf Heimkehr abgelehnt wurden, bezeugt ebenfalls den mangelnden Respekt gegenüber dem persönlichen Willen auf der preußischen Seite. Es verwunderte nicht, dass sich die zwei Chinesen in Deutschland unglücklich und wie ein kleinchinesisches Tier fühlten. In der Tat hat Professor Gesenius zunächst die Absicht, die zwei für ihn nicht mehr nützlichen chinesischen Beobachtungsobjekte über Hamburg aus Deutschland fortzuschaffen. Jedoch schlug er in einem späteren Bericht an das preußische Kultusministerium vor, die zwei Fremdlinge in Preußen als Bediente für gewisse bestimmte Geschäfte, Tafeldecker,
Gärtner und dergleichen anzustellen. Der Kulturminister von Altenstein seinerseits riet dem König, Assen und Ahok in Potsdam zu Gärtnern ausbilden zu lassen. Wieso der Beamte die zwei Personen ausgerechnet für diesen Beruf bestimmte, wurde in den mir verfügbaren Unterlagen nicht eingehender begründet. Dabei unterließ von Altenstein die Forderung nicht, beide erwachsenen Männer auch künftig unter die für sie noch erforderliche Aufsicht zu stellen. König Friedrich Wilhelm III. Von Preußen kümmert sich persönlich um das materielle Wohlergehen seiner zwei nun in Sanssouci angestellten ostasiatischen Untertanen. Dennoch beschwerten sich diese über die Gartenarbeit und die Wohnung, wie aus dem Bericht vom Geheimrat und Hofmarschall hervorgeht. Dieser hatte sogar die Überwachung der Chinesen durch einen Nachbarn angeordnet, weil Arsène, wie mir der Minister von Altenstein sagte, etwas ausschweifend sein sollte. So kamen die zwei Chinesen in die Gärten von Sanssouci. Die Akten der Gärten und Schlösser sind leider im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Daher wissen wir nicht genau, was mit ihnen dort passierte. Anderweitigen Akten zufolge haben auch zu dieser Zeit die beiden Reisenden nachweislich den Wunsch geäußert, nach China entlassen zu werden. Das ist vielleicht der Grund dafür, dass sie sich immer wieder über dies und das beschwerten und sich weigerten, regelrechte Gartenarbeiten zu leisten. Die Preußen ließen sich aber nicht von ihrem Plan abbringen, die Chinesen am eigenen Hof zu fixieren. Kurz darauf wurden die zwei Chinesen wunschgemäß von der ihnen allzu beschwerlichen Gartenarbeit befreit und in die Reihen der königlichen Lakaien aufgenommen, wobei der König befahl, sie sollen aber nicht zum gewöhnlichen Lakaiendienst angehalten, sondern nur in besonderen Fällen dazu benutzt und sonst in angemessener Art anderweitig beschäftigt werden. Nach der Erzählung der deutschen Nachkommen Assens soll ihr Vorfach der Teediener des Königes gewesen sein. Robert Dormer, der nicht nur Sohn eines Beamten im preußischen Hofmarschallamt, sondern ab 1836 selbst dort tätig war, erinnert sich in seinen Memoiren an die Müßigkeit der zwei chinesischen Kollegen. Der ganze Dienst bestand darin, dass sie bei größeren Hoffesten in ihrem reichen Nationalkostüm Türdienste versehen mussten und auch zum Präsentierdienst herangezogen wurde. Zusammenfassend kann man sagen, die beiden Chinesen wurden von dem Aussteller als Exoten und Schauobjekte nach Deutschland gebracht und blieben noch Jahre später am preußischen Hof Exoten und Schauobjekte. Anfang 1826 wurde Ahok die Erlaubnis erteilt, mit der Pflegetochter des Tischlermeisters Seller zu Potsdam, geboren Schulz, die erste nachweisbare chinesisch-deutsche Ehe zu schließen. Aber Assens Wunsch, die Tochter des Hallenser Strumpfwirkers Kraft Müller, mit der er offenbar schon seit längerer Zeit eine Beziehung unterhielt, zu ehelichen, wurde zunächst abgelehnt, weil er den Totenschein über das Ableben der Frau, mit der er in China verheiratet gewesen, nicht beigebracht hatte. Doch der König sah offenbar persönlich eine Vermählung seines chinesischen Lakaien mit einer Deutschen gerne entgegen und betonte zur Entlastung Assens, dass der Übertritt des Bräutigams zum Christentum dazu geführt habe, dass die alte Ehe in China von selbst aufgelöst sei. Ein preußischer Hofbeamter protestierte vehement gegen die beabsichtigte Bigamie und äußerte die Befürchtung, dass dadurch ein Präzedenzfall geschaffen würde, nachdem künftig auch ein Jude unter dem Vorwand des Religionswechsels seine rechtmäßige Ehefrau verstoßen dürfte. Schließlich konnten am 2. April 1826 in Halle Assens Trauung mit Johann Marie Clara Kraft Müller und die Taufe ihres voreheligt geborenen Sohnes trotz der gegebenen Umstände unter der persönlichen Intervention des Königes vollzogen werden. Für die zweite chinesisch-deutsche Familie erwies der König vielfach seine Gunst, indem er mehrmals für die Kinder die Stelle des Taufpaten annahm und Geldgeschenke erteilte.
Trotz ihrer Familiengründung in Deutschland brachten beide Chinesen danach immer noch wiederholt den Wunsch nach einer Rückkehr nach China zum Ausdruck. Am 20. Mai 1832 starb die deutsche Ehefrau Assens in Potsdam kurz nach der Geburt ihres vierten Kindes an einer Lungenentzündung. Schon wenige Tage darauf bat der Witwer den König darum, zu seiner Wiederverheiratung mit der Tochter des Kolonisten Halle zu Geltow einen allergnädigsten Konsens zu bewilligen, was jedoch nicht gestattet wurde. Wie bereits erwähnt, war Assens Lebensführung seit jeher alles andere als vorbildhaft und mit der Zeit verhielt er sich offenbar zunehmend dreister. Die preußischen Akten berichten, Assen führte einen unmoralischen Wandel. Er machte Schulden, ergab sich den Spieler und trunke und verübte Exzesse solcher Art, dass er kriminalisch bestraft und da auch durch Strafen seine Besserung nicht zu erzielen war, in dem Armenhause zu Potsdam deteniert werden musste. In den Akten finden sich vielerorts Beschwerde über die hartnäckige Unverbesserlichkeit des als undankbar betrachteten Untertans. Doch dabei sollen wir nicht vergessen, dass Assens Wunsch nach einer Heimkehr wiederholt von der preußischen Seite abgelehnt worden war. Dies dürfte sein moralisches Herabsinken beschleunigt haben. Vielleicht wollte er sich bewusst durch sein drastisches Verhalten zu einer Last für die preußischen Obrigkeiten machen, um endlich entlassen zu werden und die Heimreise antreten zu dürfen. Nach einigen früheren Berichten soll der König anfangs den beiden Fremdlingen versprochen haben, sie wieder nach China zu beschaffen. Auch die sonstigen Akten erwecken den Eindruck, dass den Chinesen behördlicherseits zugesagt worden war, nach dem Abschluss des Sprach Projekts in Halle auf königliche Posten heimkehren zu dürfen. Der König hielt also nicht sein Wort. Schon in Halle bat Assen wohl gleichzeitig im Namen Ahoks in einem fast verzweifelten Ton: Schicke mir fort nach China. Ich will kein Pfennig Reisen haben. Es ist mein Ernst. Ein preußischer Beamter berichtete am 29. Oktober 1836 an den König: Ich bin überzeugt, dass er, sobald er frei sein wird, alles aufbieten wird, um auch eine polizeiliche Aufsicht zu entlaufen und irgendwo zum Schiff zu gehen und so alles zu versuchen, diesen Zweck zu erreichen. Er hat schon im Jahre 1834 diesen Wunsch lebhaft ausgesprochen, weil die Preußen der unverbesserlichen Störenfried loswerden wollten, wurde im Jahre 1836 Assens Wunsch nach einer Heimkehr endlich entsprochen. Um seine Schulden zu begleichen, seine zurückgelassenen Kinder zu ernähren und die Rückkehr zu finanzieren, entstanden erneut ansehnliche Kosten. In Hamburg bestieg Assen das der königliche Seehandlung Preußens unterstehende Handelsschiff Prinzess Luise, das im November 1836 unter dem Kommando des Kapitäns Rodbertus zu seiner vierten Weltumsegelung aufbrechen sollte. Danach verschwand Assen aus den amtlichen Akten Preußens, konnte aber immer noch einen intensiven Briefverkehr mit seinen deutschen Kindern und Ahok aufrechterhalten. Seine zahlreichen Briefe sind noch heute in seinem im Familienbesitz seiner europäischen Nachkommen erhalten. Sie sind allesamt auf Deutsch verfasst. Vielleicht aus Rücksicht auf die der chinesischen Schrift sicherlich nicht mehr mächtigen Kinder. Aus den Zeilen spricht aber bemerkenswerterweise nicht der von der preußischen Seite abschätzig gezeichnete Hasardeur, sondern ein verantwortungsbewusster Vater, überzeugter Christ, treuer Freund, rühriger Arbeitnehmer und vor allem ein freiheitsliebender und fernsichtiger Weltumsegler. In einem aus Liverpool abgesandten Brief vom 12. Oktober 1839 erwähnt Assen seinen vorzeitigen Abschied vom Prinzessinschiff Luise in Südamerika bei Valparaiso. Anschließend trat er als Steward in den Dienst eines englischen Kapitäns ein. Mit diesem reist er über Lima nach China, wo das Schiff in Lantern unweit von seiner Heimat ankerte. Am 8. August 1837 traf Assen seine chinesische Ehefrau wieder. Im September setzte der rastlose Weltenbummler, anscheinend sogar von seiner Frau begleitet, seine Seereise fort
und erreichte nach den Zwischenstationen in Kalkutta und am Kap der Guten Hoffnung im Frühling 1838 wieder Großbritannien, von wo aus er danach noch mehrere Fahrten nach Nordamerika unternahm. In seinen Zeilen zeigte sich Asing überaus zufrieden mit dem neuen Leben und blickte auf die früheren Erlebnisse in Potsdam nicht ohne Nachwehe und Verbitterung zurück. Die Entlassung aus dem preußischen Dienst muss für ihn eine lang ersehnte Befreiung bedeutet haben. Voller Abenteurerstolz legt er. Voller Abenteurerstolz legte der eingefleischte Seemann nun sein Selbsterkenntnis als ewiger Wanderer auf dem Meer ab. Wenn ich so weit nun gesund bin, ich will weiter zur See, reisen und wandern. Ich bin freier Herr durch ganze Welt, wo ich hin will. Das gescheiterte Vorhaben der preußischen Bürokraten und Gelehrten, einen solchen Menschen an den Schreibtisch zu fesseln und zum philologischen Berater zu machen, war offenbar keine kluge Idee. An einer Stelle seiner Familienbriefe erwähnte Asin, dass er zwei chinesische Künstler und viele Chinesensachen nach Großbritannien geholt hatte, die er nach Deutschland bringen wollte. Allerdings verweigerte ihm der königliche Preußen Gesandt die Ausstellung eines Passporte. Von seiner Sehnsucht nach einem Wiedersehen mit seinen Liebsten in Deutschland ist an vielen Stellen der Briefe die Rede. Was nachher geschah, bleibt jedoch weitestgehend im Dunkeln. Sicher ist nur, dass der freie Seemann unermüdlich auf dem von ihm heißgeliebten Ozean unterwegs war. Das Todesdatum Asins ist auch für seine deutschen Nachkommen ein Rätsel geblieben, da sich in ihrem Familienstammbaum eine Lücke befindet. Noch in den 1840er Jahren sandte Asin von Selleshoorn zu New Orleans Briefe nach Deutschland. Im Familienbesitz der Berliner Nachkommenschaft Asens finden sich Fotoaufnahmen von ziemlich guter Qualität, in denen ein Mann, dessen Aussehen etwas an das von Schadow gezeichnete Asin-Porträt erinnert, selbstbewusst in chinesischer Tracht posiert. Das eine Foto trägt eine Londoner Adresse. Unter dem anderen Foto stehen der Name des Fotografen Scharwächter und die Ortsangabe Berlin. Ist hier der Hoffotograf Julius C. Scharwächter gemeint? Dieser kam erst 1868 nach Berlin, während der gleichnamige Vater, der ebenfalls Fotograf war, soweit bisher bekannt, nie in Berlin tätig gewesen ist. Aus diesen Gründen muss das Foto links erst nach 1868 angefertigt sein, zu welchem Zeitpunkt Asin bereits das 70. Lebensjahr überschritten hatte. Allerdings zeigt der Mann im Foto kein sichtbares Anzeichen dieses fortgeschrittenen Alters. Man fragt sich, ob Scharwächter nur ein viel älteres Foto auf den Wunsch der Familie Asin kopierte. Kann sein, dass sich Asin in England fotografieren ließ und die Produkte postalisch an seine deutsche Familie sandte? Asin gehörte wahrscheinlich zu den ersten Chinesen, die private Fotos besaßen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist Asin der erste Chinese, dem eine Weltumrundung nachweislich gelang. Im Gegenteil verlief das restliche Leben Ahoks viel ruhiger, biederer und sesshafter. Sein Antrag von Ende 1829, mit einem Schiff der preußischen Seehandlung heimzukehren, wurde von Friedrich Wilhelm III. Abgelehnt. Den Familienbriefen zufolge nahm sich Ahok der in Deutschland zurückgelassenen Kinder seines ausgereisten Freundes an. Zum Neujahr 1832 überreichte der gefällige Diener seinem König eine Fußdecke in tiefster Untertänigkeit, die er nach chinesischer Art selbst gemacht haben wollte. Am Hof galt Ahok nach der Ansicht seiner Kollegen als ein ordentlicher Mann und dieser großen Gnade wohl wert. Nach dieser Aussage scheint er gut integriert gewesen zu sein. Der nachfolgende König, Friedrich Wilhelm IV., erfüllte 1843 den von Ahok über Jahre hindurch wiederholt vorgebrachten Wunsch nach dem Besitz eines eigenen Hauses in Potsdam. Der Bau wurde dem berühmten Architekten Ludwig Persus in Auftrag gegeben. Das erbaute Haus verfügte über eine lebensgroße und grotesk gestaltete Chinesenfigur. Für die Architekturhistoriker ist sein Name nie in Vergessenheit geraten.
Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Am 26. September 1877 verschied der treue Diener Preußens hochbetagt und kinderlos in Potsdam. Soweit zu den beiden chinesischen Abenteurern. In der Tat geschehen die ersten Kontakte zwischen voneinander entfernten Nationen in der Regel nicht durch wichtige Persönlichkeiten, sondern eben durch solche kleinen Figuren, die häufig durch Zufälle wunderbare und einzigartige Erlebnisse gemacht haben. In den alten Papierhaufen verstecken sich noch viele ähnlich wunderbare Geschichten im Zusammenhang mit der frühen deutsch-chinesischen Kommunikationsgeschichte. In der letzten Zeit habe ich sogar noch einige analoge Fälle gefunden und ich arbeite jetzt daran, sie eingehender zu erschließen. Ich hoffe, dass ich künftig noch die Chance haben werde, auch über diese zu berichten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.